Tag 1, Montag. Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Alles klar. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Halb elf. Würde gern sagen, wie schön doch die Aussicht ist. Wäre aber gelogen. Ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Okay. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Ätzend sowas. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Die bessere Frage wäre, warum nicht? Also das nenne ich mal Hochkultur. Das gefällt mir ganz gut. Eigentlich sagt er noch was anderes, glaube ich, oder nicht? Nee, okay. Nur eine Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Bäh. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Man weiß nie, wann man eine Socke gebrauchen kann. Merkt euch das, Kinder. Nur eine Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Nee. Ich hab da so ein Gefühl. Nicht. Fox wäre so stolz. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Okay. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung auf dem Gewissen. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Sonst war hier, glaube ich, nichts drin. Gehen wir erstmal ins Badezimmer. Ein Kleiderbügel mit Charakter. Oh yeah. Einfach mitnehmen. Gab's hier nicht noch was anderes? Eine Toilette. Eine Menge Leckereien sind da schon runtergespült worden. Ja, yummy. Später vielleicht. Hier war Wasserhahn. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Okay, dann halt nicht. Mortimers Zimmer. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Mortimer heißt also sein Mitbewohner, okay. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Okay. Der Dude, ein echtes Vorbild. Man sollte ihm ein Denkmal setzen oder sowas. Glaube ich auch. Fällt mir da ganz gut. Alles klar, Mega Man Helm. Yoshi-Ei. Tetris-Blöcke. Oh, wie süß. Was ist das denn? Ich hätte das grüne Kraut in der Villa lassen sollen. Brauche ich nicht. Mein Lebensbalken ist voll. Okay. Mit dem Besen haben wir immer umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Oh. Einfach mitnehmen. Eine Menge Zeugs, aber nichts Nützliches. Sicher? Nichts Nützliches. Okay. Ich glaube, der scheiß Kosak hat mich mit den Buchstützen beschissen. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Okay, dann halt nicht. Von hier kann man die Straße sehen. Raus. Ich mach das Fenster nicht auf. Da ist nur Lärm draußen. Ist egal. Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Oh ja. Jetzt gerade nicht. Das sind manchmal schon praktisch. Die Fernbedienung. Einfach mitnehmen. Das ist ein Zelda-Kostüm. Hyrule-Schild. Zelda-Anzug. Oder Link-Halt-Anzug. Boomerang. Cool. Von unserer letzten Halloween-Party. Oh. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Doch, das hilft immer. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. Irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen, der auch funktioniert. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Atari? Vielleicht? Ein R. Komm, ein R fehlt da. Definitiv. Neueste Nachrichten. Die Nachrichten von heute. Schon heute. Alter, Montag, alles klar. Entscheide dich für Leben, entscheide dich für einen Job, entscheide dich für eine Karriere, für eine Familie, für einen fucking großen Fernseher. Alles klar.
War's das hier? Ich glaube, das war's hier erstmal. Mortimer, ich gehe zur Arbeit. Oh Gott. Oh Gott, ist das mein Kater? What? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks, lass den Scheiß und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Nee, ich glaube, das ist der Vermieter. Vertreter, mach die Tür auf. Oh, puh. Ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hicks, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, nee. Kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Oh. Weißt du, was für ein Tag heute ist? Montag. Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ja, Mann. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Ups. Mr. Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gottverdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Nein. Wow, 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 Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Nee. Ja, wenn wir rummachen, wäre das Inzest? Jesus Christ. Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Wir auch nicht. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Nein. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Ja, ja, geht sofort los. Übrigens... Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh,
Ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meiner Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Jetzt, wo Sie es sagen. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks! Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Genosse Mortimer, Alarmstufe Rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen. Heute. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld. Oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Dreimal Knurren? Alter, die Ansage war, zwei heißt Ja, eins heißt Nein. Aber drei? Was soll das? Übrigens, ich habe ihn Cannelloni genannt und mich über seine Körperhygiene lustig gemacht. Viel Spaß! Naja, ich könnte zur Arbeit gehen und nach einer Gehaltserhöhung fragen. Aber ich fürchte, vorher muss ich noch einen Weg hier rausfinden. Ich will mich nicht nochmal mit Marconi und der Ader auf seiner Stirn anlegen. Zusammen machen die mich fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir hatten hier doch ein schönes Fenster, aus was wir rausgehen können, aus dem wir rausgehen können. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Aha. Was zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. Nee, nee. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Ja, vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Alter! Wow, wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Aber nur relativ. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. War nur eine Katze. Oh, wie süß. All das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Das ist Mrs. Grozers Topfpflanze. Ganz hübsch. Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum jo, denn? Weiß nicht. Kann man immer gebrauchen, würde ich sagen. Ha, Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Lebt die noch? Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Bestimmt. Miau. Irgendein Controller. What the fuck? Warum? Okay. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Ein Kleiderbügel mit Charakter. Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Oh yeah. Teleskopentenbügel. Oh, die arme Katze. Perfekt. Ich
bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet? Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt ist okay jetzt. Niemand verflucht Randall. Tschüss, Mrs. Grosser. Grüßen Sie Mr. Grosser von mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mehr lebt. Das war auch du knapp. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Alles klar. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Warum nicht? Der bleibt hier. Kann man mal gebrauchen. Mir gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Ich trage nicht gerne Mülleimer mit mir rum. Ah. Guckt euch das an, Leute. Hier ist eine Tube Klebstoff. Die habe ich vergeblich gebraucht. Später noch. Und ich glaube, ich habe da irgendwie 10 Minuten rumgewischt und versucht, irgendwas zu machen. Aber ich hatte diese Tube Klebstoff nicht, deswegen konnte ich es nicht machen. Man findet doch immer noch was Brauchbares im Müll. Das ist so gemein, ey. So gemein einfach. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Egal. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ja. Ja, doch, doch. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Oh du, man weiß nie, was man alles in einem Müllcontainer finden kann. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Oh, hallo Barclay. Hierher. Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Und will er vielleicht ein Thunfisch-Sandwich? Das behalte ich lieber. Und dann vielleicht nicht, okay. Penner, okay. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Ja, weiß ich. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Nein. Hör du mal zu, Penner. Ich hab da 2 Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Das sind 4. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Okay. Ich kenne Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon Gute wieder Frage. Diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse.
Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Okay. Du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Das merkt man. Tja, ich dachte ja nur, ich könnte dir eine Hilfe sein. Ich komme allein klar. So wie Gordon Freeman. Ich kenne diesen Freeman-Burschen nicht. Aber hier, nimm meine Karte, Junge. Ruf mich an, wenn du deine Meinung änderst. Das? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und da steht keine Nummer drauf. Alles klar. Okay. Ich würde sagen, gehen wir weg hier.